Schönen guten Tag. Hallo. Ja. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Rubin. Und ich habe ein kleines Vorwort für diese heutige Folge. Ihr seht's vielleicht unten an der Überschrift dieser heutigen Folge. Es ist Folge 25. So, was habe ich vor 5 Folgen versprochen? Nein, nicht das, sondern jetzt fragt man sich, was denn? Nein, ich habe nämlich versprochen, weil ja eigentlich Folge 21 und Folge 22 ja schon produziert wurden, aber durch technische Probleme seitens Windows 10 damals, ich bin ja wieder downgraded auf Windows 7, habe ich ja gesagt, Folge 25 wird eine Stunde lang sein, um die Entschädigung der Folge eigentlich in Folge 20 und 21 zu bieten, denn in Folge 20 und 21 habe ich ja die Arena-Leiterin von Baumhausen City besiegt und so, und da bin ich auch einmal gestorben. Ja, das niemand erfahren wird. Das ist unser Team, was heute trainiert, weiterhin trainiert wird. Wir werden heute viel trainieren, wir werden heute auch Pokémon versuchen zu fangen und vielleicht sogar noch den Orden hier in Moosbach City zu machen. Aber ihr seht, wir haben natürlich hier ein schnuckliges Pikachu Level 41. Ein süßes Papinella Level 40, ein böses McNine Level 42, ein schönes Schwalboss Level 40 und ein süßes Logok Level 41 und als Deko Zickzacks Level 3, unsere VM-Bitch. Ja, wir sind in der letzten Folge erstmal hier so angekommen in Moosbach City. Gucken uns erstmal nochmal so ein bisschen um, was hier so los ist. Gehen wir mal in dieses Haus rein. Ist ein alter Mann. Als ich noch jung war, bin ich als Pokémon-Trainer durch die Welt gereist. Nun, da ich ein alter Knabe geworden bin, beobachte ich mit Freuden die jungen Trainer bei ihren Kämpfen. Ja, das kann man natürlich so sagen. Der Fernseher läuft. Eigentlich auch schon seit einigen Folgen. Da sieht man es auf der Suche nach Trainern. Hallo. Heute besuche ich ein Gebiet in der Nähe von Route 120. Wir versuchen ein neues, großes Talent zu finden. Unsere Kamera ruht daher auf dem Trainer Wadi. Etwas an diesem Trainer hat unser Interesse geweckt. Wir sind schon früher gegen Wadi angetreten und wir versichern, dass der Trainer viel stärker geworden ist. Ich wusste sofort, dass wir uns einen ganz besonderen Trainer vor uns haben. Die beste Art des Könnens eines Trainers festzustellen ist, das Tempo des Kampfes anzuheben, und das haben wir gemacht. Und so endete schließlich der Kampf gegen Wadi. Seine dominierende Vorstellung schlug uns vernichtend, zerknüllte uns und warf uns weg. Wadi ist einfach unglaublich stark. Gehen wir etwas näher auf den Kampf ein. Die Kombination von Logok und Papinella war einfach göttlich. Oder wie viele sagen würden, göttlich. Schon die Ausstrahlung der beiden ließ erkennen, dass gegenseitige Uneingeschränktheit unterstützen würde und so weiter und so fort. Natürlich, ja, wird jetzt gesagt, welche Attacke ich eingesetzt hat und natürlich eine Stellungnahme. Ich habe stark gesagt und jetzt kommt's. Die Pokémon Logok und Papinella von Wadi. Und stark. Sehr tiefsinnig. Da liegt ein tieferer Sinn in dieser Aussage. Nein, liegt er nicht. Gab ja nicht ein anderes Wort, was ich ja einsetzen wollte. Schnell oder so wollte ich machen. Ich weiß es nicht. Überraschend oder so. Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen mal einfach mal weiter. Quatschen mal den Matrosen hier an. Ich habe von Freunden in Segrasult gehört, dass eine Horde Wallmeier verschwunden ist. Was mag da wohl passiert sein? Ja, das wissen wir auch nicht. Die Horde ist ja verschwunden. Die gehört ja, wie wir wissen, Team Magma. Eventuellerweise. Alle Lebewesen brauchen das Meer, um leben zu können, auch wenn sie an Land leben. Am Ende seiner Reise wird aus dem lebenden Erde und er kehrt zurück zum Land. Und das Meer steht immer in Verbindung zum Land. Genau wie dieses Ufer hier. So sieht's aus. Da haben wir ein Item. Ein Netzball. Guck mal, können wir zum Wasser-Pokémon fangen. Ich habe immer gedacht, der Netzball wäre für Pokémon mit Netzen, also sprich Käfer-Pokémon. Besonders Spinnen. Und ich kenne nur einen Spinnen-Pokémon, das ist Webarak. Webarak. Ja. So, da steht ein Mädchen vom Stein. Dieser Felsen hat eine ganz besondere Bedeutung für das Raumfahrtzentrum. Sie haben ihn hier eigentlich hingesetzt als Glücksbringer für den sicheren Flug der Raketen. Wenn du dir etwas wünschst, machst du das dann. Sternschnuppen beobachten. Ich benutze ein Wunschkärtchen, genau das mache ich. Naja, ein weißer Felsen. Naja, da wollen wir dann natürlich auch mal weitergehen. Hier ist das nächste Mädel. Wäre das nicht schön, wenn die ganze Welt so mit Blumen und Pflanzen bewachsen wäre wie diese Insel? Ist doch auch so. Festland unter anderem. So, dann haben wir hier ein Häuschen wieder. Eine Reise auf einem Schiff ist toll, aber das Meer auf einem Pokémon zu überqueren, das Surfer einsetzt, das ist wirklich eine aufregende Sache. Meinst du auch nicht, Kindchen? Kindchen. Gib dir gleich. So, ein Angler. Hey du, da Trainer, eine super Angel ist wirklich super. Oh ja, man kann sagen, dass man will, aber mit diesem Baby kann man Pokémon vom Meeresboden wegfangen. Na, würdest du auch so gerne... Ja, her damit. Ganz schnell. So,
dann wollen wir mal schön angeln gehen. Nein, ach, natürlich noch nicht. Wir gucken uns noch ein bisschen hier um. Hier war ich noch gar nicht drin. Gucken uns das mal ein bisschen so Sightseeing an. Oh, guck mal, ein Bingul. Meine kleine Schwester tauscht immer Briefe mit ihrem Freund in Baumhausen City. Ich beneide sie kein bisschen darum. Auch wenn ich meinen Freund in Baumhausen City nicht sehen kann, mein Pokémon bringt unsere Briefe. Ich bin nicht einsam, auch wenn wir getrennt sind. Bingul. Und weg ist es. Naja, ist Bingul ist schnell. So, gehen wir mal weiter hier nach oben. Ein hohes Gebäude, ein Raumfahrtzentrum. Könnte man so vergleichen wie mit Französisch Guyana, ist ja auch irgendwie auf einer Insel weit entfernt vom Festland. Ich schlenderte am Strand entlang, da habe ich dieses hier gefunden. Ich kann damit nichts anfangen, daher kannst du es haben. Oh, ein Sonnenstein. Damit können wir Pokémon entwickeln, beispielsweise Duflor zu Papinella, zu Bluebella. Eine Menge Menschen nehmen an, dass die Pokémon aus dem Weltall kommen, ob das stimmt. Ja, seit der ersten Generation wird das ja schon gesagt, dass die Pipis ja vom Mond kommen, ne? Mondstein und so weiter, lassen sich ja durch den Mondstein irgendwo entwickeln. Die Rakete ist sicher gestartet. Ja, guck mal. So, ein gigantischer Brocken Metall durchbricht den Himmel und fliegt ins All. Das übersteigt jede Vorstellungskraft. Ja. Jeder Raketenstart verlangt sorgfältige Vorbereitung. Die Fehlerquote darf nicht einmal 1% betragen. Selbst wenn 99 perfekt sind, kann 1% schon für eine Misslinge sorgen. Trotzdem versuchen wir es immer wieder. Warum? Weil es ein ewiger Traum ist. Ja, ist auch so wirklich in der richtigen Raumfahrt. Da muss man ja auch immer wieder hoffen, dass alles gut läuft. Und ist natürlich dann auch geradewegs sehr, sehr spannend, sowas. So einen Raketenstart beispielsweise auch anzugucken. Ich habe mir früher immer wieder die Space Shuttle Starts angeguckt. Ja, also Space Shuttle noch bis vor 4 Jahren flog. Ich wünschte auch einmal, normale Leute könnten dies eines Tages ins All reisen. Ja, ist ja bald ja möglich. Da arbeitet ja der Milliardär Richard Branson ja daran. Moskau City hat wenigstens sonniges Wetter und einen beständigen Wind. Ein idealer Ort, um Raketen ins All zu schicken. Und der alte Mann, wenn ich jünger wäre, würde ich mit Sicherheit Astronaut... Nein, dazu ist es nie zu spät. Ich werde es versuchen. Naja, jetzt noch mit so alten, so mit so älteren Jahren noch Astronaut zu werden. Naja, man kann nie wissen. So, wir schauen uns die weitere Stadt mal an. Wir waren jetzt hier im Osten und im Süden der Stadt. Gehen wir natürlich ein bisschen hoch. Wir haben ja hier noch einen Pokémon-Markt. Hier ist die Arena, hier ist ein Häuschen, ein Mann, dein Pikachu. Es mag Pokeriegel Rot, nicht wahr? Nein, ich bin mir sicher, es mag mit Sicherheit Pokémon Riegel Rot. Sicher? Mein Mann weiß auf den ersten Blick, welche Art von Pokeriegel ein Pokémon mag und welche nicht. Nicht schlecht. Ja, also Pikachu mag Pokeriegel Rot. Kommt auch mit der Tatsache daran wegen Troy. Badi. Ja, das ist mein Zuhause. Peinlich, wie kahl die Räume hier sind. Meine nicht. Oh, hier, nimm diese VM. Sie enthält Taucher. Ich habe das meinem Pokémon schon beigebracht. Taucher. Ne? Ja, wenn du Surfer einsetzt und über das Meer gleitest, wirst du dunkle Stellen im Wasser bemerken können. Setze hier Taucher ein und du kannst abtauchen bis zum Meeresboden. Wenn du wieder auftauchen möchtest, setze ebenfalls Taucher ein. An manchen Stellen ist das Auftauchen allerdings nicht möglich. Ja, so stimmt das auch. Naja, hier können wir nicht machen, was soll ich sagen? Wegen Pikachu. Rot, ne? Wegen Ketchup und so, das wissen wir aus dem Anime. Der allerersten Staffel. Vor über 15 Jahren. Ne? Na, guck mal hier. Solltest du dir irgendwo deine Geheimbasis einrichten, werde ich sie sicher finden. Ich habe Angst. Mein kleiner Bruder liebt es, die Geheimbasen anderer zu finden. Ja, nimmt doch bestimmt das Eneko mit. So. Wir haben eine Superangel gekriegt, wir haben Taucher gekriegt. Das Problem ist, Taucher können wir noch nicht einsetzen, weil wir dafür den Orden hier von Moosbach City brauchen. Die Superangel können wir jederzeit einsetzen, deswegen bin ich jetzt dafür, dass wir die Superangel einsetzen, weil, wie ihr wisst, ich bin auf der Suche nach einem Lampi. Lampi ist hier in dieser Gegend, ne, zu finden. Das Problem ist aber natürlich, ob vielleicht doch nicht als Taucher, also um Taucher einzusetzen, oder doch hier auch auf der Oberfläche. Aber ich versichere euch, oder ich bin mir da definitiv sicher, dass ich jetzt den Orden machen muss, um natürlich dann auch dementsprechend das alles zu machen. So, gehen wir ein bisschen weiter raus, Route 124. Hier ist es ungefähr, befindet sich... Ja, beißt nichts an, wir gehen mal hier an diese dunkle Stelle. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh, ein Wollmer Pikachu ganz schnell.
werden uns heute um die Pokémon nicht so viel drum kümmern. Also Pokémon-Kämpfe laufen heute in normaler Geschwindigkeit. Verdammt, hätten Lampi sein können. Aber sonst... Naja, so. Also wir müssen mal hier. Weil ich will unbedingt einen Lampi haben. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass ich Lampi erst dafür erst haben kann, wenn ich Taucher einsetzen kann. Ne? Hier so weit können wir noch, gehen wir noch nicht. Mal hier. Oh, gegen den Tier habe ich noch nicht gekämpft. Hast du etwa auf dem Meer die Orientierung verloren? Wenn du meine Pokémon besiegst, zeige ich dir den richtigen Weg. Naja, die Orientierung habe ich nicht verloren. Ich will einfach nur nach einem Lampi suchen. Naja. Leopold setzt setzt Tentara ein. Ich setze Pikachu ein. Donnerblitz, weg ist das Ding. Mehr muss man dazu nicht sagen, ne? Aber wie schon gesagt, ich vermute schon mal, dass ich Lampi unten irgendwo mit Taucher erst bekomme. Also echt, nenne ich recht spät, würde ich sagen. Vielleicht sogar noch in dieser Folge, wie schon gesagt. Wenn, dann werde ich wahrscheinlich den Orden noch in dieser Folge machen, die ja heute extra lang ist. Ihr seht es unter dem Titel, ihr seht es auch an der Zeit, wie lange ihr schon guckt, ne? Mit maximalst knapp 60 Minuten, ne? Säure kann eine Paralyse hervorbringen, aber auch die Senkung der Verteidigung, wenn man mal ruckzuck geht ganz schnell. So. Noch ein Tentacher. Das ist auch das letzte Tentacher. So, und dann... Ah, ruckzuck, okay. Gucken, Glückstrahl. Eieiei. Da ist ein Tentacher Level 33, da wird es wahrscheinlich wohl dann noch so gut klappen. Sag ich doch. Jetzt noch ein Donnerblitz hinterher. Fantastisch. Sehr gut. So. Tentacher besiegt. Pikachu 742 Erfahrungspunkte. Und das ist natürlich auch wieder fein. So, wir gucken mal weiter. Da kommt das nächste Pokémon. Ein Wingull Level 28. Machen wir, wie schon gesagt, wilde Pokémon, die uns nicht interessieren. Machen wir schnell weg. Und da kommt am meisten immer Tentacher. Haben wir gegen die auch schon gekämpft? Ja, gegen die haben wir schon gekämpft. Tentacher werden auch immer schwächer. Ne? Je mehr wir uns in die andere Richtung bewegen, die surfen wir einfach mal hier weiter. Ah, hier waren wir schon. Ja. Surfen wir mal hier. Ja, Tentacher Level 27. Hier ist der Schatz. Hier ist der Schatzsucher. Wie auch immer heißt, wir probieren es mal hier. Ich hoffe natürlich auch wirklich, dass man Lampi auch mit der Angel kriegt. Aber passiert nichts. Das ist auch wieder mal so eine Scheiße, wenn ich das einfach mal. So. Eigentlich lohnt sich das überhaupt noch gegen so schwache Pokémon zu kämpfen? Anscheinend schon, ne? Jede XP zählt. So, hier ist Moosbach City. Gehen mal weg. Guck mal, Vigo Level 30. Vielleicht erwischen wir bald einen Pilippa. Eine gute 125. Mal gucken, ob wir es auch hier erwischen. Nix. Komm, nochmal. Ja, da ist was. Verdammt, es ist entkommen. Hätte ein Lampi sein können. War wahrscheinlich ein Tatara, ein Carpador oder ein... Ach, das ist schon wieder nicht auf. Ich gucke gerade auch gespannt nach draußen. Jawohl. Ist aber wohl kein Lampi. Dohaido. Habe ich noch nicht. Dann lass mal fangen. Und mal erstmal direkt einen Donnerblitz. Aber ich glaube, Pikachu. Ah, ui, das war zu sehr effektiv. Naja, ein bisschen schade. Hätte gut ins Team vielleicht gepasst. Als Alternative für Lampi. Oh. Es hat überlebt, das mal was Neues. Pikachu schwach? Fragezeichen. Das können wir nicht. Das will ich nicht beantworten. Ja, ist aber gleich Level 43, meine Güte. So, hier kann man Geheimbasen erstellen. Wir laufen mal hier so durch die Mitte. Ist auch geradewegs nicht viel los, ne? Und Level 43. Wenn ja Pikachu Level 45 ist, will ich es ja zu Raichu entwickeln. Und, ja, weil sowieso müssen wir noch ein bisschen Spaß mit Pikachu haben. Pikachus letzte Attacke wird ja Level 50 Lichtschild sein. Donner hat's ja schon gelernt.
Da können wir eine kleine Demonstration ja hier veranstalten. Meine Damen und Herren, Donner. Ja, Schockwelle habe ich ja so beigebracht. Und dann natürlich doch nur eine alte Ruckzuck-Keep-Attacke. Ja. So, und dann kommt Wingull. Dann auch noch. So schaut's aus. So. Entschuldigung, so. Nee, aber es ist natürlich auch sehr schwer, immer das passende Wasser-Pokémon zu finden. Ne? Wenn man ja natürlich als Starter dann immer das Wasser-Pokémon benutzt. Ich habe ja bis jetzt seit dieser Generation, seitdem ich ja jetzt die Pokémon-Let's Plays ja mache, immer das Feuer-Pokémon genommen. Da werde ich wohl wahrscheinlich eine kleine Traditionsbrechung machen werden mit der nächsten Edition. Ich habe ja schon angekündigt, ich werde ja in der nächsten, quasi nächste Staffel, nächste Generation wird ja Feuerrot sein. Also das heißt, wir bleiben in der dritten Generation, werden aber nach Kanto zurückkehren, weil ja mit Feuerrot und Blattgrün ja auch ein bisschen Remake gekommen ist, das erste Remake. Aber natürlich auch mit vielen Neuerungen, wie beispielsweise den ganzen neuen Pokémon, die in Johto und in Hoenn natürlich dabei sind. Und darauf freue ich mich auch am meisten, weil es ist quasi die Geschichte aus Kanto. Und dann natürlich gibt es da noch vieles Neues dazu, aber das wird ihr dann natürlich dann noch demnächst hier sehen. Wahrscheinlich schon zum Ende des Jahres. Ne, so wie es ausschaut. Die Hornattacke. Dann machen wir mal weiter in Schockwelle. Ich wollte eigentlich... ich wollte Dingens drücken. Oh, vergessen. Fuck. Naja. So, zack. Besiegt. 1237 Erfahrungspunkte, wenn ich richtig gelesen habe. So, erstmal Pikachu mal ein bisschen füttern. Apropos füttern. Zickzacks trägt was. Und natürlich auch nochmal hier Top-Elixier. Nee, Top-Elixier noch nicht. Vielleicht trägt es ja jetzt ein Elixier. Wer weiß. Oder ein Top-Älter oder ein Älter reicht ja auch. Nein, es ist der Supertrank, den ich benutzt habe. So. Müsste es auch irgendwo in der Nähe eine Höhle geben. Aber wir treffen auf einen Tentara-Level 7. Und hier haben wir... Oh, einen Höhleneingang. Iris Zoe, kannst du mir verraten, was wir hier draußen überhaupt wollen? Also, so wie es ausschaut, wollt ihr Pokémon-Kampf führen. Ja? Zwillinge oder Schulfreunde? Zen und Jun. Naja. Oh. Kamaup und Wablu. Okay. So. Oh, Donner ging daneben, dann geht Silberhauch auch daneben. Nee, Silberhauch geht nicht daneben. Das ist nicht sehr effektiv. So, alle gehen natürlich auf das Schöne drauf, ne? Pikachu denkt sich so. Volltreffer. Ja. Deswegen hasse ich Wablu. Ich hasse auch deren Weiterentwicklung. Oh, Gottes Willen! Ja, das ist das Todesurteil für Pikachu. Denn es ist eine Bodenattacke. Mörder! Ja. Schade, dass es keine Wirkung auf Wablu hat. So. Dann werden wir mal hier ein bisschen auf Flug umsteigen. Auch nicht sehr effektiv. Ich habe kein Wasser-Pokémon. Ich greife hier wahrscheinlich falsch rum an, ne? Naja, wenn wir erstmal sehen, was Wablu... Oh, Bodyguard. Von einem Schleier umhüllt. Ja, danke schön. Das nächste Pokémon, was drauf geht. Olle Fotze. Ja. Okay, wir gehen in die Vollen. Logor kommt als letztes dran. Zwei Pokémon besiegt, das ist schon sehr schlimm. Aber wenigstens vermindert Magnines Bedroher den Angriff von beiden Pokémon. Und dann machen es jetzt folgendermaßen. Flügelschlag einmal hier drauf und du machst Bodycheck. So, und ich habe jetzt eine Nachricht über Twitter gekriegt, deswegen habt ihr wahrscheinlich die Nachricht auch gehört. So, was ist jetzt los?
Okay. Ich habe gerade noch eine Nachricht über Twitter gekriegt, was für ein Film, aber das muss ich euch ein bisschen viel länger erklären. Naja. So. Oh, Schwalbe ist erreicht Level 41. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt gewesen, weil ich gerade eine Nachricht gekriegt habe, weil ich als letzten Tweet abgeschickt habe, was für ein Film ich das letzte Mal geguckt habe. Das war nicht Pitch Perfect 2. Und, ja, da hieß es, ja, ich habe viel mehr gehört. Also hat jemand meiner Follower über meinen privaten Twitter-Account natürlich viel mehr gesehen, ne? Hat sie geschrieben, Minions und dann Dingsbums auch noch, also... Und dann noch Ted 2. Ja, ich würde gerne auch noch Minions gucken und Ted 2. Ja, werde ich wohl auch irgendwann mal reinziehen. Oh, Nugget, guck mal. So, wir gehen mal hier in die Höhle rein. Mal gucken, was es uns hier so gibt. Die Küstenhöhle. Und was erwartet uns? Ein Golbat! Oi! Fang! Ein Volltreffer. Oh, von Fußstrahl. Das ist nicht schön. Pikachu sieht nur Quietsche-Entchen. Aber Pikachu bleibt stark. Okay. So. Wir konnten vorhin Torhaido nicht fangen. Dafür fangen wir aber jetzt ein Golbat. Level 32 männlich. Die Weiterentwicklung, ihr wisst, von Zubat. Seit... Oh, verdammt! Seit der roten Edition verfolgt uns ja das Viech ja in jedem Spiel, wenn man in einer Höhle ist. Immer gibt es... Ihr wisst schon, ne? Genau. So. Sehe ich gerade wirklich noch, dass ich den Meisterball dabei habe? So. Letzter Versuch. Oh Gottes Willen. So, letzter Versuch. So, ich muss gerade erstmal gucken. Scheiße, ich habe wirklich noch den Meisterball dabei. So. Tauchball ist Pokémon im Meeresboden, Netzball, Wasser und Käfer. So. Ich habe Hyperbälle hier. So, wenn ich jetzt mich nicht verdrückt habe. Ja, dann wirst du sterben, Golbat. Du kannst mich mal. Dann reicht's mir jetzt. Na, dankeschön. War ja noch verwirrt, habe ich komplett vergessen. So, lieber Erfahrungspunkte, anstatt hier irgendwie... Oh Gott, gib mir das Ding auf den Sack. So, wir machen jetzt Folgendes. Ne? Erstmal geben wir Pikachu einen Hypertrank anstatt einen Supertrank. Ja. So. Und jetzt werde ich erstmal den Meisterball verbarrikadieren. Und zwar nämlich gebe ich den Schwalboss. Ja. Ganz einfach. Erstmal so zur Sicherheit, dass ich nicht alle meine Bälle verbrate. Hast du vor, tiefer hineinzugehen? Würdest du mir bitte Küstensalz und Küstenschalen mitbringen? Ich kann dir etwas Wunderbares daraus anfertigen. Dann versuchen wir es mal. Ein Seemops. Guck mal. Seemops, Schubidu-Buba. Oh Gott, Frostbeule. Ist ja ein Eis-Pokémon. Ist aber durch die Statik von Pikachu jetzt paralysiert. Das ist besser, um es einzufangen. Nochmal Frostbeule. Zieht aber ordentlich ab. So. Komm, jetzt musst du aber rein. Du bist paralysiert, du bist fast tot. Komm jetzt. Und du bist weiblich. Kabum! Gefangen. So geht das. So, ein Seemops gefangen, Level 28. Ja. Ist ein Applaus? Ist 0,8 Meter groß, knapp 40 Kilo schwer, 39,5 Kilo. Seemops kann schneller rollen als laufen. Ja, Rollmops, ne? Wenn Gruppen dieses Pokémon zusammen essen, klatschen sie gleichzeitig, um ihre Freude zu zeigen. Deswegen sind ihre Mahlzeiten sehr laut. Ah, ja. Nicht verstanden. Naja, egal. Weiter geht's. So. Nächstes Pokémon ab jetzt heißt es natürlich, Seemops jetzt andauernd nur besiegen. Hier kommen wir nicht hoch. Müssen wir nämlich immer ab und zu mal warten, dass es, eventuellerweise so abläuft, dass wir, ja, Golbat fange ich jetzt nicht, es will nicht in den Hyperball, es will nicht in den Meisterball, dann ist mir scheißegal. So. Aber einen Zubat haben wir. Können wir auch selbst entwickeln. Level 44 für Pikachu. Oh, da seht ihr, das Küstensalz oder Meersalz, wie auch immer. An beides komme ich eventuellerweise nicht ran. Doch, Küstensalz ist ja hier, das andere ist ja ganz was anderes. Und das hier ist der Eisheiler. Hilft gegen
Verbrennung wollte ich schon sagen. Nein, gegen Dingsbums. Genau, gegen Dingsbums. Nein, natürlich gegen das Pokémon gefroren, eingefroren ist. Ja, so ungefähr würde ich da sagen. Wieder ein Seemops. Seemops, Schubidububa. Wieder. Das war Aurora-Strahl, ne? Auch eine fiese Eisattacke. Dann Seemops, setzen wir Madonna ein. Madonna. Wir setzen Madonna ein. Ja. Wie schon gesagt, zu den blauen Dingern, da kann ich noch nicht hin, weil dafür müsste hier alles unter Wasser stehen, was es im Moment nicht tut. Deswegen kann ich zu den anderen Sachen hin. Hier ist nichts. Hier geht's aber nach unten. Und hier ist ein... Die eisige Kälte in dieser Gegend ist ein gewaltiges Hindernis beim Training, aber wenn man sich konzentriert, kann man doch gewinnen. Mit diesem Fokusband kannst du dich besser konzentrieren und der Kälte widerstehen. Guck mal, ein Fokusband. Ist ja auch schön. So, weiter geht's. Hier haben wir wieder Küstensalz. So. Wir brauchen Stärke. Scheiße. Das ist doof. Wir haben kein Pokémon mit Stärke dabei. Zickzacks kann es nicht. Also hier endet erstmal unsere Reise, beziehungsweise... Ah, hier haben wir noch ein bisschen Küstensalz. Ja. Mal hier hoch. So. Ich habe ausnahmsweise mal Donnerblitz eingesetzt. Und schon wieder Küstensalz. Ja, hier gab es mal Küstensalz, jetzt nichts mehr davon übrig. Wieder ein Seemops, Schubidububa, wieder Aurora-Strahl, zack, zack. So, setzen wir mal einfach mal einen Supertrank ein. Zickzack, es trägt auch wieder was und ich schätze mal, es ist ein Supertrank. Mehr kann das auch nicht sein. Ein Hyperball, guck mal. Den verbratenen Hyperball von Golbat. Ja, so ungefähr kann man das sehen. Wie ihr sehen könnt, da kommen wir gar nicht hin. Ne? Also, da müssen wir Stärke. Wir haben aber kein Pokémon mit Stärke bei. Hier war ich schon. Oder bin ich hier noch nicht hochgelaufen? Oder? Ja, das ist doof. Also, wir kommen im Moment nicht groß weiter, weil, wie schon gesagt, hier können wir nicht hoch. Ne? Deswegen mal ganz schnell weiter und wieder zurück. Obwohl, wir können hier hin. Ne, hier können wir auch nicht hin. Das ist auch tote Hose. Hagelsturm, auch eine schöne Attacke. So, wir können wirklich nicht weitermachen. Ne? Wie viel mal? Viermal von jeweils. Wie viel haben wir denn? Ha, viermal Küstensalz. Das heißt, wir müssten nochmal dann viermal von dem anderen Kram holen. Das Problem ist, wie schon gesagt... Hier ist es noch nicht voll mit Wasser. Da müssen wir einfach auf den richtigen Moment warten. Und ja, wir werden jetzt aber erstmal nach Dingens City zurückfliegen. Nach Moosbach City. Guck mal, ein Beleber. Wir werden jetzt erstmal auch unsere Items hier mal ein bisschen Fokusband. Mal hier. So, wollt fliegen machen, so schaut's aus. Da ist Moosbach City. So, dann geht's ab. Zack, da haben wir es, Moosbach City. Wir gehen jetzt erstmal ins Pocket Monster Center und heilen unsere Pokémon selbstverständlich. Wir sind noch lange nicht am Ende unseres Abenteuers. Wir werden gleich ein bisschen weiter surfen, mal gleich mal einfach mal unsere Pokémon weiter trainieren. Pikachu ist ja auch gleich schon fertig. Das heißt auch, wir werden Pikachu gleich weiterentwickeln. Wir können aber jetzt erstmal ein bisschen aufräumen bei uns im Item-Bereich. Das Küstensalz legen wir jetzt erstmal ab. Den Sonnenstein auch. Die Herzschuppe auch. Den Eisalat kann ich verkaufen. Zwei Sonderbonbons können wir ablegen. Brauche ich auch irgendwie nicht. So, den Meisterball lege ich ab. Ja. Mehr dann eigentlich auch nicht. Was haben wir denn so sonst noch mit? Dann können wir ja den Donnerstein mitnehmen. Hier ist einer. TM13 haben wir hier, ein kalter Strahl, das Eisstrahl, extrem schnelle Attacke, die unausweichlich ist und so weiter und so fort. Und wir werden jetzt auch mal ein anderes Pokémon mitnehmen. Ne?
Ja, wir können jetzt, müssen erstmal eins ablegen. Klar ist natürlich, Zickzacks wird jetzt abgelegt, ne? Das Pokémon, was uns seit Anfang an begleitet, wird nun in Box 2 abgelegt und wir nehmen dafür ein anderes Pokémon mit. Ja, nehmen wir mal mit. Gucken, ob es Stärke und natürlich vielleicht auch sogar Dingens kann. Gucken wir mal. Also Surfer kann es sowieso. Darauf kann man surfen. Da sieht man es, es kann Surfer. Leider kann mir Pikachu hier nicht Surfer beibringen. In der gelben Edition muss man das ja auch irgendwie so hinkriegen. Ne? So, zack. Auch Surfer. Und jetzt gucken wir mal, ob es Stärke kann. Wenn nicht... Oh, es kann auch Stärke. Das ist schön. Magnine kann auch Stärke. Pikachu auch. Logok auch. Ja, sowieso. So, machen wir mal hier... Machen wir mal Whirlpool weg. Ja. Einfach mal weg, mal Whirlpool. So, weil man kann Stärke. Wir können dann auch gleich in die Höhle zurück. Aber wie schon gesagt, wir gucken uns noch ein bisschen weiter um. Ah ja, da unten ist der Markt. Genau, hier. So. Und dann werden wir ein paar Sachen verkaufen. So, wir verkaufen... zwei Nuggets. Dafür haben wir dann 10.000 Poké-Dollar. 42.800. Ist auch wieder schön. Eiseiler verkaufen wir. Ne? So, den Supertrank können wir auch. Den letzten Supertrank können wir verkaufen. Ne? Wir können dann jetzt erstmal ein bisschen weiter gucken. Kaufen wir mal drei Hyperbälle neu. 10, ja, 9 können wir dazu kaufen. Und einen Beleber kaufen wir auch dazu. Neu und sonst brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viel. Ne? Also, so. Können wir uns natürlich weiter freuen. Und einfach mal weitermachen. So. Da hoch. Ja, wir gehen nochmal in die Höhle zurück und dann werden wir später noch weiter surfen, wie schon gesagt. Ob ich heute noch den Ort machen werde, hängt von der Zeit ab. Eine Stunde insgesamt. Also, wir haben noch 28 Minuten. Heute mal eine etwas verlängerte Ausgabe von dieser Folge. Von Let's Play Pokémon selbstverständlich. Zugunsten dessen wegen der ganzen Sache. So können wir mal den hier anquatschen. Ahoi, ich bin ein rauhübiger Matrose. Ich habe die Weltmeere umsegelt. Also war schon mal ein Kanto, ein Johto und jetzt ist er in Höhen und bleibt hier stehen. Ja, so, Wingull. Das ist ja geradewegs nicht so groß begeisternd, ne? Und wir mal Schockwelle. Ist dann auch mal weg. Ja, weg ist es. 451 Erfahrungspunkte. Naja, ist ja nicht viel. So, Tentacha ist jetzt dran. Dann machen wir einfach mal Donnerblitz. So. Auch besiegt. Oh, kurz vor Level 45, also gleich fertig. Aber da gebe ich ab an Schwalboss, denn jetzt kommt Mashok, denn Matrosen haben ja auch ab und zu mal Kampf-Pokémon dabei, wie wir es natürlich wissen. Ja, und da wollen wir dann natürlich auch mal den Flug-Pokémon hier, beziehungsweise mal Schwalboss mal einfach mal die Chance geben. Ja, wenn schon Kampf-Pokémon, dann auch für Schwalboss. Ja, Elert heißt der? Elert. Ja, die Flut kommt und geht in der Küstenhöhle. Wusstest du eigentlich, dass zwischen Flut und Ebbe immer 6 Stunden liegen? 6 Stunden. Also kann ich jetzt im Moment so nicht rein. Nee, weil dann da wieder... Okay, so. Und wieder ein Seemobs, wieder Donnerblitz und Pikachu ist fertig. Sollen wir Pikachu jetzt entwickeln? Obwohl, nee, wir warten als Schmankerl für die letzten Minuten. Magnine ist an der 45 näher dran als alle anderen, deswegen geht es hier weiter mit Magnine. Jetzt wird es auch etwas spannender. So. Ja, Küstensalz, bla bla bla. Denn wir sind ja noch nicht weitergegangen. So. Oh Mann, ich will weitergehen, weißt du, ich verdrück mich und dann nervt dieses Rollmops. Das Möpschen. Kommentiere zum Beispiel manche Kämpfe hier einfach nicht, ne? Muss nicht sein, weil das sind wilde Pokémon.
die keine Kommentare verdient haben. Nein, die haben sie natürlich verdient. Das Problem ist halt einfach nur, es sind wilde Pokémon, die ich ja schon habe zum Teil. Hallo. Ah, ich habe falsch wieder gedrückt, anstatt auf... So, zack, zack. Und ja, an die Stelle weiter, wo wir vorher natürlich waren. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal hier schnell. Kommt auch sehr oft jetzt in letzter Zeit, also bis jetzt nur zweimal ein Golbat gewesen. Ne? Zweimal nur ein Golbat. Bis jetzt nur Rollmops. Ich will immer Rollmops sagen, obwohl es Seemops ist. Seemops und, wie heißt? Ne? Seemops und Zubat. So, Stärke haben wir jetzt dabei, das heißt, wir können es jetzt einsetzen, Gott sei Dank. Oh, und jetzt ist hier die eisige Fläche. Ist auch schön. Hier fühlt sich Seemops, oder wie ich es nenne, Rollmops zu Hause. Ja. Machen wir es mal so. So, ne, so nicht, so. Haha! Dann können wir uns das Item hier holen. Gucken, was das ist. Ewiges Eis. Stärkt, glaube ich, Eisattacken. Können wir uns mal kurz mal angucken. Ja, verstärkt Eisattacken. Aber im Moment kein Pokémon mit viel Eisattacken. Ne? Und wieder nervt uns ein Zubat. Müssen auch gleich aufpassen, dass ich auch gleich mal öfters McNine heilen muss, weil erstens natürlich auch wegen Bodycheck, weil ich dann andauernd nur Bodycheck einsetzen werde. Ja. Ah, guck mal, so. Und TM07. So. TM07 ist... Kanwalmer. Beispielsweise. Ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sehen, solange wie die Ebbe noch nicht weg ist. Und die Flut da ist. Deswegen machen wir es kurz und schmerzlos. Gehen mit dem Schaufler hier raus. Haben somit alles gesehen, was wir eigentlich sehen konnten. Und heilen jetzt mal einfach mal McNine. So. Ja, es wird keine Wirkung haben, weil ich nicht bei McNine bin, sondern bei Logok. So, zack. Aber man kann hier gut kämpfen, deswegen muss man sich auch nicht wundern. Wir werden jetzt ein bisschen weiter surfen, wie schon gesagt, weiter in andere Gegenden, wo wir noch nicht waren. Und vielleicht gegen einige Schwimmerinnen und Schwimmer kämpfen. Ja. Wie beispielsweise gegen die, die einen Libiskus dabei hat. 35, oioioi. Ist schon ordentlich. Ja. Muss mich auch gleich nochmal orientieren, was für Pokémon der Arenaleiter oder die Arenaleiterin von Moosbach City einsetzt. Ob ich es vielleicht dann jetzt in dieser Folge mache oder in der nächsten, hängt, wie schon gesagt, von der Zeit ab. Heute ja extra Verlängerung. Ein kleines Geschenk. Ne? Jetzt muss man das sehen. So. Da, 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 da. So, eine Route 124. Surfen wir mal weiter in den Süden. Da gehen natürlich auch ein bisschen die 43 für unser McNine. Ich gegen den nicht vorhin schon gekämpft? Ne, das war ein anderer, ne? Das war eine andere. Also, ne, doch nicht. Okay, Ringul. So. Okay. Dann geht's mal hier los. Ich hab gedacht, ich hab gegen ihn gekämpft. Nee, war es nicht. Also. Okay. War wohl nicht so. Satz mit X war wohl nichts. Deswegen denke ich mal, einfach mal weitermachen. Müsste natürlich... Ah. Oh, guck mal. Sollten wir gegen unseres auch holen. Aber ist ja nur quasi eine VM-Bitch. Ja, Level 34. Unser, glaube ich, auch auf dem Level. Ich glaube sogar schwächer. Ne? Ich glaube 10 Level schwächer oder so. Oh. Whirlpool. Eieiei. Ja, jetzt nervt Whirlpool die ganze Zeit. Wird nerven. Aber dafür haben wir Biss.
Dafür haben wir Biss. So. Okay. Blub, 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 ich sauf ab. Gott sei Dank. So, ne, 27, okay. Kritisch. Komm, du kriegst den Top-Elixier halt. Die APs sind jetzt wieder voll. So, surfen wir mal weiter. Route 126. Hier sind jetzt die ganzen Tauchergebiete. Ne? Wo wir jetzt im Moment noch nicht hinkommen. Das ist ein bisschen schade, finde. Aber wie schon gesagt, später können wir das machen. Hier werden auch die Steine langsam weiß. Was ich auch recht schön finde. Ne? Aber wir surfen einfach mal weiter. Hier gibt es auch keinen Eingang, so generell. Ne? Das heißt, wenn wir in diese, wenn wir hier hin wollen, in diese Höhle. Ui. Dieser hohe weiße Berg, da ist Czernowil. Ja, da ist nämlich eine Stadt drunter. Czernowil, die ist quasi, da kommt man nur mit Taucher hin. Also haben wir ein bisschen Pech deswegen. Aber wir kommen ja da noch in der nächsten oder übernächsten Folge ja noch hin. Also brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. So. Ist geradewegs nicht gut. Kaniwana mit rauer Haut. Ist geradewegs auch nicht so schön, ne? Das heißt, egal welche Attacke ich jetzt mache, alles haut auch ein bisschen an McNine. Ist auch ein bisschen doof, sieht man. Ja. Bingul kommt aber jetzt. Da ist es jetzt nicht mehr so, aber wir setzen jetzt auch mal Buddy Check ein. Ich bin ja immer so der Gegner. Ich bin ja, wenn ich mich so entscheiden sollte zwischen Buddy Slam und Buddy Check, ich mag Buddy Slam am meisten. Ja. Also Buddy Slam ist eine tollere Attacke als Buddy Check. Buddy Check zieht ja auch noch ab. Ja, weil es ja auch nur dem eigenen Pokémon dann auch wehtut. Und wieder ein Kaniwana. Ach, jetzt geben wir es einfach mal. Geben wir gleich einfach noch einen. Dagobert heißt der. Ach du Jemini. Ja. Da muss er mir ordentlich Geld geben, der Dagobert. Aber ich glaube, es ist nicht Dagobert Duck. Ja. Ja, wieder verletzt. Aber man sieht's. Deswegen, ja, 21 Erfahrungspunkte. Hauptsache, der Dagobert. Wie, war es das schon? Ja. Ah, 264. Ja, knickrig wie immer. Dagobert. Heißt auch wohl knickrig sein. So. Ich warte immer drauf, bis Waldemar was trägt, aber es ist ja. Es hat ja nicht Mitnahme. So. Brauchen nicht einmal rumsurfen, weil es ist nicht nötig. Und man sieht hier, die ganzen Steine sind weiß. Ne? Also nicht so braun, sondern weiß. Wir können auch hier, wie schon gesagt, nicht viel machen. Denn ja, ein Taucher geht noch nicht. Dafür brauchen wir den Orden aus Moosbach City. Kommen da auch an irgendeiner Stelle anscheinend auch nicht weiter, oder wie? Ich guck mal gerade auf die Karte, Pokémon-Navi. Ah, ich muss so schön umschwimmen. Haha. Ha. Deswegen wundere ich mich gerade. Ja, mal so schön vorbeischwimmen. Ja, an nervigen Pokémon. Die aber dafür sorgen, dass mein McNine gleich auf Level 44 ist. Geht es dann, glaube ich, auch so langsam Richtung Pokémon-Liga. Route 127. Ja. Ja, das lassen wir nicht im Pokémon. Zack. Level 44 für McNine. So. Lalalalalala. Oh. Ich sehe es dir an. Du willst mich herausfordern. Nö. Du wolltest mich herausfordern. Triathlet Orlek. Ja, und sie heißt ein Triathlet-Kollege Borlek. Orlek und Borlek. Komische Namen. So. Einmal Biss. Oh, Komprimator. Das wird jetzt ein bisschen schwer. Wird natürlich kleiner und der Fluchtwert steigt. Aber McNine hat immer noch den Biss voraus. Das ist auch schön. Kommt wieder ein Stern, du, ja, dann wechsle ich. So, Papinelle. Muss nicht immer nur McNine sein. Oh, juckt. So. Gigasauger. Ist direkt sehr effektiv, ist auch die einzigste Pflanzenattacke irgendwie. Aber Papinelle ist nicht wie Smetbook. Das ist leider schade. Weil ich habe hier auch bis jetzt noch kein Raupi gesehen. Alles durchtauscht. So, wieder Stern, du. Da können wir Pikachus letzten Kampf rausmachen.
denn in der nächsten Zeit wird's ja... Was ist in der nächsten Zeit? Ab dann wird's ja ein Raichu sein. Ne? Hat ja auch schon 101 KP. Guckt mal. Wird ja dann gleich mit der Entwicklung zu Raichu noch mehr haben. Zack. Weg. So. Und nochmal Sterne und da mache ich mal mit Logok eine Ausnahme. Können wir auch machen. So. Viermal Sterndu, das ist doch... Ich will jetzt nicht sagen bekloppt, aber... Nervt doch irgendwie. Tarnung, es schlug fehl. Pech gehabt. Nochmal ruckzucki. Zack. Und wieder weg. Das nächste Logok. Oleg. Ja. Aua, aua, aua. Aua, 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 aua. So, schwimme ich in die richtige Richtung. Ja, wenigstens so. Gute 128. Ich hoffe, ich kann auch irgendwo gleich mal nach links abbiegen. Gute 129. Ja, guck mal. Scheiße. Warum so eilig? Immer mit der Ruhe. Ja, So, eine Herausforderung von Schwimmerin Imke. Lampi! Oh, die hat einen Lampi! Und ich nicht! Weiß ich nicht! Nam, 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 nam! Ah, der Lampi schreckt zurück! Noch! Und zack, weg! So! Ihr merkt immer, dass ich immer gerne sage, und zack, weg! Ja. Ist mein Lieblingsspiel. So, Bodycheck. Ja, aber ich will irgendwie das fucking Lampi haben. Ne? Aber ist ja schwer. Wie immer. Ne? Was soll's. So, Pilippa. Die Weiterentwicklung von Wingull. Zack. Und noch einmal. Oh, Hortet. Hortet 1. Pilippa hortet ein Huhn. Und sogar ein ganzes Wal fressen mit einem großen Maul. So. 1159 schieß noch so Erfahrungspunkte. Ja, entspannen. In Kämpfen entspannt man sich nicht. So. Weiter. Route 130. So. Mal gucken, wo wir gleich hinkommen. Denn hier irgendwo in der Nähe ist eine Stadt. Und die kommt gleich. Genau. Habe ich Schwein gehabt, ne? Und wieder Schwein gehabt. Und wieder Schwein. Nicht ganz so Schwein wie jetzt. Ja. Vielleicht vorletzte Trainerin, bevor wir ins Pokémon Center gehen. Ja, aber ich mache auch die Stunde voll. Also, denkt jetzt nicht gleich das nächste Pokémon Center und dann ist schon Schluss hier. Schluss mit lustig. Nein, nein, nein. 12 Minuten ist noch, bis eine Stunde aufgezeichnet ist. Und, dann werde ich natürlich dann auch die Folge hier beenden. Heute XXL-Version, die doppelte Zeit, länger Pokémon spielen. Quasi zwei Folgen in einer. Ne? Also wisst ihr ungefähr, wieso ich das so meinte. So, zack, bis. Wieder Whirlpool. Die Attacke nervt ein bisschen. Ja. Lass es machen. So, nochmal bis. Und weg ist es. So, damit hat Whirlpool nur zweimal genervt. Und das letzte Pokémon schickt Magnine auf Level 45 und es ist wie immer ein Pilippa mit einem großen Maul. So. Ja. Dass ich echt nicht gedacht habe, dass ich Magnine noch im Team lasse, obwohl ich ja immer wieder gesagt habe, will ich nicht. Naja. Mein eigener Ehrgeiz, meine eigene Stimme in mir sagt, lass es drin. Es wird dir noch eine große Hilfe sein. Werden wir irgendwann mal sehen. Aber Level 45 hat es jetzt erreicht. Das ist schön. So. Du bist stärker, als du aussiehst. Ich geb dir Bilder. So, Magnine Level 45. Das, wir gucken jetzt mal nach. Das Schwächste ist Papinella. Ja, Papinella. So. Um natürlich mit Doppelkämpfen dann auch ein bisschen aufzupassen, kommt Logok da nach vorne und als letztes dann halt Schwalboss. So, weiter geht's. Und da kommt schon wieder das nächste. So.
Das nächste Pokémon, würde ich sagen. So. Oh, Doppelkampf wäre fast gewesen. Und wir sind in Floßbrunn. Einem Dörfchen oder einer Stadt, die nur auf Flößen gebaut sind. Ne? Also schon eine ordentliche Stadt, die hier gut bearbeitet wurde, würde ich schon sagen. Die gut aufgebaut wurde. Ne? Pack jetzt gerade echt nicht, dass ich jetzt 50 Minuten schon spiele. Naja, mal gucken, was der Kleine sagt. Schau mal, ist das nicht hübsch? Die Häuser stehen auf dem Wasser. Ich wurde hier geboren. Auch im Wasser? Fisch. Das Volk von Flossbrunn fischt und taucht. Das gehört ja zu dem Leben, ja. So, was haben wir denn hier? In der Höhlenregion gibt es drei Pokémon, die die Stärke von Gestein, Eis und Stahl präsentieren. Regirock, Registeel, Regieis. Ja. Man sagt, sie verstecken sich in Höhlen von den Augen, die so als Kind erzählen. Ah, guck mal. 6 Punkte öffnen 3 Türen. Mein Großvater sagte das immer, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ja. 6 Punkte. Es hat damit was zu tun, wie wir Regirock, Regieis und Registeel bekommen. Wie wir dann natürlich auch wild fangen müssen, ist klar. Nicht, dass wir so geschenkt bekommen oder so. Naja, was soll's. Hier steht sogar ein Fernseher. Guck mal. Kleines Mädchen noch nie weg. Ein Himmels-Pokémon. Ah ja, es geht um Rayquaza. Woher kommst du? Woher kommst du? Ja, nein. Ja. Ja-Stadt? Davon habe ich noch nie gehört. Nein, nein, das ergibt doch gar keinen Sinn. Du musst doch von irgendwo kommen. Oh, warte, du willst... Du wirst aus den Tiefen des Meeres geboren? Ja, ich bin dein schlimmster Albtraum. Die Menschen sagen, sie hätten ein Pokémon über Höhlen fliegen sehen. Fliegt es die ganze Zeit herum? Muss es sich die ganze Zeit nicht ausruhen? Doch. Wer weiß, ich habe keine Ahnung. So. Hier gibt's keinen Laden, sehe ich gerade. Mal haben wir sehen. So. Oh, Azurils, guck mal. Azurils. Es scheint freundschaftlich mit dem Trainer umzugehen. Oh. Ich scheine den Trainer nicht sonderlich zu mögen, du blödes Teil. Du magst mich. Es scheint freundschaftlich mit dem Trainer. Ich bin die wichtigste Person des Pokémon-Fanclubs. Ich bin der kleine Bruder des Vorsitzenden. Ich genieße hier die Ferien mit meinem Pokémon. Ja, das tue ich. Ah, dein Pokémon. Es mag dich offensichtlich sehr. Es ein derart liebevolles Pokémon und wunderbares, Pokémon verdient eine TM wie diese. Ich bestimmt auch bei Pikachu, bei Magnine und Lugok gekriegen. Rückkehr, ja. Was sage ich? Ne? Ich habe alles möglich hier heute, ne? So. Im Meer zwischen Flossbrunn und Greffeport City befinden sich reißende Strömungen. Wenn du dort Surfer einsetzt, kann es sein, dass du fortgetrieben wirst. Naja. Ups. Hör kaum noch was. So. Ist das ein Pokédex? Hast du schon viele verschiedene Pokémon getroffen? Ich wollte, ich wäre wie du. Nee, lass mal. Hallo Trainer, würdest du mit mir tauschen? Da ich in Flossbrunn lebe, kann ich nur bestimmte Pokémon fangen. Lubella, hast du das? Ich gebe dafür mein Corazon. Oh, sie will also ein Corazon mit mir tauschen. Gegen Lubella. Überlege ich mir mal. So, und das letzte Haus. Man sieht, hier gibt es wirklich keinen Pokémon-Laden. Ein alter Mann und noch ein alter Mann. Wunder-Eiland. Die Insel ist sichtbar oder nicht sichtbar. Das hängt vom Wetter ab. Das Fata Morganen mögen macht oder nicht. Oder verschwindet die Insel tatsächlich manchmal. Kann ich nicht sagen. Ich kann Wunder-Eiland heute nicht sehen. Naja. Werden wir natürlich sehen. So, wir fliegen mal kurzfristig mal zurück. Nach Moosbach City, so weit sind wir gesurft. Also wir sind einmal hier so gewesen. Man sieht auch das dunkelblaue, ne? Aber ich kann euch gleich nochmal zeigen, wo es Lampi wirklich geben sollte, ne? Also, ich gucke jetzt gleich nochmal richtig nach. So, gucken wir jetzt nochmal nach. Also die 6 Minuten verbringe ich nochmal damit, irgendwie Lampi zu fangen. Gucken wir erstmal. Wie viele Pokémon ich gefangen und gesehen habe. Ganz weit unten. Da ist es. So. Da ist es. Also es ist nicht nur unter Wasser, es ist auch in der Wasseroberfläche. Also müsste es theoretisch da eigentlich auch Lampi geben. Naja, gucken wir einfach mal nach. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. 5 Minuten haben wir jetzt noch.
bevor dann die XXL-Ausgabe heute endet und beim nächsten Mal dann Folge 26 wieder ganz normal sein wird. Also ihr könnt euch darauf einstellen, den Orden mache ich heute nicht mehr. Ne? So, bin ich jetzt auch da, wo ich... So, gucken. Ich muss etwas weiter weg noch. Ich bin noch quasi in Mosbach City. Ja, geh mir nicht auf den Keks. So. Nein, da wollte ich nicht hin. Weiter. Ich hoffe mal ein bisschen weiter weg. Jetzt müssten wir eigentlich richtig sein, ne? Ja, so. Und jetzt setze ich die Superangel ein, die ich dafür extra jetzt gekriegt habe. So, bitte, 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 bitte. Schade. Weiter. Machen einfach weiter. Ist doof. Er hält extra den Trainer an, guckt sich so, oh, guck mal, wie angelt der. So, jetzt bitte, Lampi. Oh Gott, du fettes Stück, du gehst mir auf den Sack. So, oh, der schwimmt um mich herum. Eieiei, der Schwimmer schwimmt im Waldi herum. Wahrscheinlich auch wirklich nur in den, in den ganzen Taucher-Arealen. Kann womöglich sein. Ich weiß es nicht. Wenn er mir dieses Gebiet komplett zeigt, inklusive auch noch da rund um Tschernobyl, dann kann es eigentlich da nur unter Wasser sein, ne? Komm jetzt. Das gibt's doch nicht. Ach, die lasse ich in Ruhe. Na, funktioniert jetzt die A-Taste nicht mehr? Das wäre ein Lampi gewesen. Ah. Ja, jetzt nicht mal ein kleines Knabberchen. Ey, es ist... ein bisschen Mobbing hier geradewegs. Das ist echt wie Mobbing gerade. Also wahrscheinlich doch wirklich unten. Ne? Tut sie A-Taste nicht mehr oder warum? Na, geht doch. Wollte gerade sagen. Papinella erreicht dafür jetzt Level 41, ist wenigstens auch etwas. Das beißt aber auch wieder alles. Oh Mann! Das ist doch echt Mobbing hier langsam. Ich schätze mal wirklich, das kann man nur mit Taucher kriegen. Ne? Ich sag, wenn ich nämlich recht hatte, dann... Schadaisy! Ja, okay. Schadaisy kann ich jetzt nicht so schlecht, nicht so gut sagen. Ja, endlich. So, direkt mit dem zweiten Versuch. Und meine zweite Chance kommt mit Tohaido. Wenigstens das können wir dann fangen. Stachelspore setzen wir mal einfach mal ein, auch wenn es nicht Schlafbruder ist. Ne? Und das ist paralysiert, das kann ich angreifen. So, wir setzen Windstoß ein. Mal gucken, ob es das was bringt. Eigentlich schon. Ja. Tohaido ist paralysiert, ich kann im Moment nicht angreifen. Noch einmal Windstoß und ich hoffe, es bringt es nicht um. Schlitzer! Naja, ist jetzt nicht so dramatisch. So, setzen einen Hyperball ein. Wenigstens das als Entschädigung, wenn ich Lampi immer noch nicht kriege. Wenigstens das als Entschädigung in Tohaido. Level 34 weiblich paralysiert, aber wird ja auf Lande des PC übertragen. Ist brutal, voll brutal. 1,80 Meter groß, 88,8 Kilo schwer. Tohaido trägt den Spitznamen Tyrann des Meeres und ist sehr gefürchtet. Seine grausamen Zähne wachsen sofort nach, wenn sie ausgebrochen sind. Es kann sogar einen Öltanker zerreißen. Wenn sie ausgebrochen sind. Ja, toll. So.
Damit schließen wir die heutige Folge. Wir fliegen direkt sofort zurück nach Dingsbum City. Wir haben nämlich genau eine Stunde aufgenommen. Das heißt, die Entschädigung ist damit beseitigt. Wir haben viel erlebt, viel gemacht. Aber es steht noch was aus. Ja. Und das werden wir nämlich jetzt gleich erleben. Ich heile noch kurz meine Pokémon. Und ihr werdet jetzt gleich einfach sehen, was ich dann jetzt machen werde. Ich hoffe auch wirklich, diese ganze Folge, die wird auch richtig gut gespeichert sein und alles. Wenn nicht, dann ist das Aufzeichnungsprogramm wieder schuld. Dann muss ich wieder einiges erklären und darauf habe ich nämlich keinen Bock. Worauf ich nämlich jetzt Lust habe, ist nämlich jetzt Pikachu zu entwickeln. Und damit sage ich Hallo Raichu. Ja, damit haben wir es jetzt. Ein Raichu, Level 45 mit 124 Erfahrungspunkten. Ne? Sieht auch derweil etwas. Angriff 111, Verteidigung 66, Initiative 113. Man sieht also, der Angriff und die Initiative sind fast gleich. Ne, ist auch was Schönes. Naja, gut. Das war es jetzt auch dann von meiner Seite aus hier für diese heutige Folge. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos hier bei DerchoTV. Einen Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den YouTube-Channel selbstverständlich. Aber es gibt auch Facebook und auch Twitter, wo ihr natürlich alle Infos zu den Folgen haben könnt. Und natürlich auch anderes, wie beispielsweise News und Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt die ganze Stunde nun überlebt. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Tschüss.